Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Ich habe wieder ewig nicht gespielt und ich habe mir eigentlich nur ein paar Standard-Sets hier zusammengeworfen, um wieder ein bisschen ins Meta reinzukommen. Und habe einen Gator genommen, weil ich Gator ausprobieren wollte. Wir verlieren eigentlich fast immer gegen Amoongus. Das Einzige, was ich dagegen habe, ist ein Starmie mit Psychic. Und vielleicht Gator, wenn das mal einen Ice-Punch rausbekommt, nachdem es irgendwie auf plus 2 gegangen ist mit SD oder so. Ansonsten verlieren wir einfach dagegen. Da kann man nichts machen. Ich könnte das Team ändern, aber ich habe da gerade keine Lust drauf. Und ich würde sagen, wir suchen einfach mal. Ich versuche halt gerade einfach wieder ein bisschen reinzukommen. Ich habe ewig nicht gespielt. Ich spiele einfach, ich konzentriere mich bei Pokémon gerade mehr auf GPL und ansonsten spiele ich sehr viel Fire Emblem. Dann habe ich mir gerade noch Monster Hunter Generations bestellt. Das heißt, Pokémon spiele ich gerade nicht so viel. Wenn die Tiers dann alle fertig sind, ein bisschen Balance reingekommen ist, dann werde ich wahrscheinlich wieder mehr spielen. Wobei die Balance im Yu-Yu, glaube ich, schon wieder fast vorhanden ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es gibt auf jeden Fall ein stabiles Meta. Ich habe gehört, Ayu soll cool sein, aber da habe ich keine Viability Rankings gefunden, also weiß ich nicht, was gespielt wird und das heißt, ich habe da gar keine Lust, mir das anzugucken. Das hier ist gefährlich, weil ich habe auch nichts gegen Gliscor. Also ich habe schon was gegen Gliscor, aber ich muss es halt irgendwie reinbekommen und das tue ich nicht. Das ist ein Scizor. Scizor Switch-Ins habe ich jetzt auch nicht so, aber ich habe einen Magneton, mit dem ich das trappen kann. Ich bin aber Scarf, das heißt, ich one-shotte erst nach Rocks. Er hat aber kein Hazard Removal, außer dass Scizor oder das Gliscor sind Defog. Aber ich weiß nicht, ob man das machen möchte. Aber ich glaube, der hat auf einem davon Defog, werden dann auf Gliscor wahrscheinlich. Ich habe gehört, das SD-Set soll nicht das einzige sein. Primarina ist auch ein Problem, da habe ich keinen Switch-In. Keinen einzigen. Ich könnte Magneton leaden. Und wenn er Gliscor leadet, wechsle ich einfach in Hippo, leg Rocks und Whirlwind in den raus. Leadet Gliscor, will damit seinen Rocks legen. Okay, dann mach das, dann gehe ich in Hippo, leg meine eigenen Rocks. Oder ich gehe in Starmie, weil der drückt jetzt halt eh Safe Rocks. Ich gehe Starmie. Oder er drückt EQ und crittet mich, das ist auch eine Möglichkeit. Dreck. Dann wird jetzt safe das Gudra rauskommen. Was will ich gegen Gudra machen? Ich könnte Clefable gehen. Ich muss eigentlich Gator rausbekommen. Ich muss irgendwie Gator rausbekommen. Ich gehe jetzt Clefable auf das Gudra. Oder geht Cordon, das ist auch kein Problem. Ich war, fuck, der ist schneller als ich, ne? Der Crap hämmert mich einfach, wobei ich einen überlebe. Ich könnte Celebi gehen. Der drückt jetzt eh nicht Knockoff. Jo, Crap Hammer. 28%. Life Orb. U-Turn auf den Knockoff. Ich will den eigentlich einfach Giga Drain, wenn ich ehrlich bin. Oder ich könnte ihn auch T-Wave, dann wäre mit Clefable schneller. Hau mir mal die T-Wave rein. Geht Chandelure, das habe ich auch gern geT-Wave. Kein Problem. So, dann kann ich jetzt U-Turnen in nichts, in gar nichts. Ich könnte Hippo gehen. Aber der ist schneller als ich, auch wenn er geparat ist. Clefable vielleicht? Nee. Ich könnte Starmie abwerfen, aber das will ich eigentlich nicht. Es hat noch den Spin und ist halt meine, hat halt den, die Hydro Pump oder den Ice Beam, um das Gliscor zu killen. Und kann dem Scizor auch mit einer Hydro Pump auf den Switching guten Damage machen. Aber ich glaube, ich muss Starmie an der Stelle abwerfen. Mit ein bisschen Glück kriege ich eh die Full Para. Erstmal Flame Buddy abbekommen. Gut gemacht. Zum Glück habe ich Natural Cure. Oh, er taunt Chandelure. Wo sind wir? Hilfe. Hilfe. Was ist das? Da geht jetzt entweder Cordon oder Gudra. Gehen wir einfach Celebi. Und los nochmal eine T-Wave. Gudra. Sehr schön. Ich kann auch U-Turn. Ich glaube, ich mache das auch. Ich schätze mal, da geht eh wieder ein Chandelure. Ich muss Rocks rausbekommen. Oh, hier bleibt drin. Dreck. Hätte ich den hier T-Wave, wäre cool gewesen. Haut mir Gui rein, bringt ihm gar nichts. Gehen wir Clefable. Flamethrower. So, das sieht mir nach AV aus. Ich könnte auch T-Waven mit dem Mon. Könnte ich das Scizor T-Waven? Oder geht halt einfach Gliscor? Das wäre halt ein ziemlich safe, was er machen könnte. Ich denke aber, der wird in Scizor gehen. Will ich einmal Moonblasten, damit ich ihn mit Magneton killen kann? Ich glaube schon. Oder er drückt Sludge Bomb und macht mir damit Schaden und poisont mich. Das ist ekelhaft. 27% Special Attack Drop. Ich hätte den. Special Attack Drop bringt mir, glaube ich, nichts. Ich drücke mal auf Soft Boiled. Vielleicht lebe ich ja. Ich lebe tatsächlich mit 1%. Holy shit. Der Special Attack Drop hat mir mein Clefable gerettet. Damit habe ich nicht gerechnet.
weil das softboilt. Ich will meinen Clefable wieder voll haben. Er bringt Scissor rein, ist mir egal, ich habe meinen Clefable voll. So, wenn er Bullet Punchen, stirbt er. Er stirbt noch nicht, aber dann geht er in Rocks Range. Er drückt SD. Okay, mach das. Hin, Power Fire. Wäre schön, wenn ich Specs wäre und die... Oh, er ist einfach nicht bulky, das heißt, er droppt einfach. Das ist gut. So, Blitzcore. Ich habe Pippo. Das kann nah reinkommen. Und ich am Anfang erstmal ein bisschen am SD hindern, wobei du halt Rocks bist, also bist du wahrscheinlich nicht SD. Dann hole ich mir erstmal meine eigene... Oh, Taunt, Dreck. Ja, dann kann ich halt nichts gegen das Blitzcore machen mit mal... Ah, fuck, der hat mich komplett zerstört damit. Dreck. Clefable sollte aber gewinnen, wenn er kein SD ist. Also gegen das Gliscor. Knockoff. Ungünstig. So, Calm Mind. 30% macht er mir nur. Das ist nichts. Das ist nichts. So, ich habe das Bedürfnis, T-Wave zu drücken. Der kann mich ja taunten. Ich drücke Moonblast. Hätte ich vielleicht vorher dran denken sollen. Dreck. Drück nochmal EQ. Okay, das ist merkwürdig. Den Play verstehe ich nicht. Der ist jetzt halt low. Der wird mich einfach nochmal EQ'en. Ich könnte Hippo gehen und auf Starmie wechseln. Und dann drücke ich auf Spin. Und dann stirbt Starmie, aber die Rocks sind weg. Und ich habe Clefable noch, um es irgendwo abzuwerfen. Ich glaube, was mache ich so? Hippo auf den aufs EQ. Genau. Jetzt auf den Taunt Starmie reinbringen. Gliscor heilt sich dabei voll. Jo. Und jetzt Spin und dabei... Oh, fuck, der... Ich hab vergessen, dass Sand draußen ist. RIP. Aber ich hab Gator. Ich hab Gator. Kein Problem, Mann. Ich hab Gator. So, der ist Max Speed. Der ist Max Speed. Ice Punch? Oder Waterfall? Ich glaube, ich drück Ice Punch. Gudra kommt rein. Tschüss, Gudra. War schön mit dir. Ich krieg jetzt einen Speed Drop. Aber Gudra ist weg. Gudra ist weg. Habe ich irgendwo eine Möglichkeit, Clefable zu heilen? Eigentlich nur, wenn ich T-Wave irgendwo rauf bekomme. Der ist schneller als ich. Und der drückt Knockoff. Hat keinen Grund, das nicht zu tun. Dann werfe ich Clefable jetzt ab. Oder drückt SD. RIP. RIP. Ist mein Celebi schneller? Ja, ist es. Gut. Hätte ich sonst Angst gehabt. Drück mal Moonblast. Drück einfach Jet. Weil wir brauchen Knockoff, ne? Hat er überhaupt? Ja, der klar, der Knockoff. Das alles andere wäre retarded. Stirb bitte. Jetzt. Der wird das überleben, denke ich mal. Ich denke mal stark, der wird das überleben. Oder auch nicht. Sehr schön. Dann sind wir das Ding losgeworden. So, unser Wincon ist definitiv unser Gator. Definitiv. Wir haben einen Mon geparat. Das heißt, das haben wir schon mal. Wir müssen nur Primarina kaputt bekommen. Ich hier Hippo. Noch den Taunting Gator. Ich glaube schon. Hippo. Er hat einen Knockoff raus. So, dann gehen wir jetzt Gator, oder? Wenn das mit EQ predicted, dann RIP. Dann RIP. Ne, er drückt Taunt. Alles gut. Alles gut. So, Waterfall. Ah, mein Life Orb. Schade. Droppt er? Droppt er zu Waterfall? Ja, der droppt zu Waterfall. Okay. Okay, alles gut. Das Ding ist weg. Das Ding ist weg. Das öffnet einen neuen Weg für Magneton. T-Bolt. Können wir dann, glaube ich, auch einfach Waterfallen, oder? Nee, können wir nicht. Wir haben Hippo zum Abwerfen. Weg mit dem Ding. Weg. Das braucht keiner. Das verliert gegen alles. Bob. So, und was wir jetzt machen, ist Magneton gehen, Volt Switch und Celebi und danach T-Bolt. Volt Switch. Ja, oder geht Channel Low, dann kriege ich halt mein Ding ins Safe rein, mein Gator und kann den Waterfallen. Hab meinen Life-Off zwar nicht mehr, aber ich mache trotzdem noch guten Schaden. Ich könnte auch SD, dann wäre ich richtig cool. Nee, Waterfall ist, glaube ich, sinnvoller. Waterfall ist sinnvoller. 31%, jetzt geben wir ihm das gleiche nochmal und ab da kann ich einfach T-Bolten. So, tschüss Gator. Und jetzt ist es Zeit, T-Bolt zu spammen. Da kann nichts schief gehen, glaube ich. Hoffe ich. Ich hätte Vote switchen sollen, glaube ich. Ich glaube, ich hätte Vote switchen sollen. RIP. Ich glaube, ich verliere es gegen Chandelure. T-Bolt. Ja, 41%. Flamethrower killed. Ich verliere jetzt gegen Chandelure. Das habe ich schön verkackt gerade. Das habe ich schön verkackt. Ich wusste nicht mal, dass es möglich ist, das noch zu verkacken. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Na, ich habe ja noch die Chance, dass er einfach von der Fulpara gefickt wird. Da ist der Erste.
Komm schon, weiter geht's. Crit. Noch eine Fullpara, bitte. Schade. Leben wir. Wir haben noch mehr Chancen auf Fullpara. Alles gut. Komm schon. Fullpara. Jetzt brauche ich's. Fuck. Ja, GG. Das habe ich verkackt. Das habe ich halt schön selber verkackt. Ich hätte meinen Gator nicht abwerfen dürfen. Ich hätte da einfach Celebi wegwerfen sollen. Weil wofür brauche ich Celebi? Das war behindert. Da habe ich gewonnen und dann habe ich mir so, nee. Gewinn ist schon für Noobs. Gewinn ist schon für Noobs. Ah ja, schön weggechoked. GG ich. So, da ist ein Regi-Stil. Warum ist das da? Will wahrscheinlich immer nur Fairies abblocken, was anderes wüsste ich nicht, was das machen soll. Oder es kann T-Wave verteilen, das ist auch eine Möglichkeit. Ich kann es halt nicht trappen mit Magneton. Also kann ich schon, aber es bringt mir nichts. Aber Magneton sieht ja echt nicht schlecht aus. Hat das. Ich glaube, Regis ist ja die Rocks. Oder das ist Curse Regis-Stil und das Kurk hat doch die Rocks. Ich glaube, Hippo hat ein gutes Lead-Matchup. Aber ich will nicht, dass der mit dem viel leadet. Ich glaube, ich leade Magneton. Leadet ab soll. Okay. Da Voltage ich, glaube ich, raus. Auch manche Fable. Jetzt, wenn er mich zack hat, dann nehme ich halt verdammt viel Schaden, aber es ist mir relativ egal. Ich outspeed immer noch das, was ich outspeeden will. Und. Okay, er hat nicht gesackert. Das heißt wohl SD. Vielleicht. Bringen wir mal Fable mal rein. Knockoff. Ich glaube, wir sollten noch einen Iron Tail tanken. Wir sind voll physisch defensiv. Also, wenn du Iron Tail hast, dann drück den mal bitte. Ich habe schon überlegt, der geht doch eh Corbett, oder? Der geht doch eh Corbett. Aber habe ich leider nichts gegen gemacht. Ich habe seinen Special Attack gedroppt, was bestimmt toll ist. Ich konnte ihn T-Wave, das ist mein Gator schneller. Das machen wir. Der ist eh Defog. Oh, geht in Absol. Ich habe mich selbst get-waved. RIP. Moonblast. Oder nochmal T-Wave. Ich kann auch nochmal T-Wave drücken. T-Wave. RIP. RIP Corbett. Jetzt bist du slow. Was machst du jetzt? Hä? Jetzt gehen wir auf Magneton. Full Para. RIP. So, du hast halt. Der hat halt einen Kurk. Ich glaube, da will ich selber einfach in Gator gehen oder Starmie. Ich glaube nicht, dass er Scarf ist. Ich glaube, ich gehe einfach Hippo. Weil ich meinen Attack Drop dabei bekomme. Komm, hier geht's Starmie. Ja, hallo Cook. So, du bist nicht Scarf, du bist Banned. Aber ich glaube, ich will das erstmal scouten. Also gehe ich jetzt auf deinen Knockoff in mein Clefable. Wenn du drin bleibst, bist du Banned. Wenn du drin bleibst, bist du Scarf. Wenn du in. Okay, der ist Banned. Der ist Banned. Hallo Volcanion. Du kriegst auch mal eine T-Wave ab. Schade. Full Para. So, Magneton. Also ich habe schon einen Mon habe ich get-waved, eins der wichtigen für Gator. Das Ding muss halt weg, weil Gator kommt da nicht durch. Wie mache ich das weg? Eigentlich mit Magneton. Air Slash, der ist einfach speziell. Okay. Okay. So, Flash Cannon. Ich glaube schon. 51%, das reicht mir. Drückt Sludge Bomb. Was hat er predicted? Ich schätze mal Clefable oder so. Ja, der geht doch jetzt safe in Volcanion. Safe. Hat da keinen Grund, das nicht zu tun. Was mache ich gegen Volcanion? Ich gehe Starmie. Der geht Cook. Okay, mach das. Kein Problem. Hydro Pump. Stirb. Bitte geh mal nicht Volcanion, das wäre sehr freundlich. Danke, danke. Hat auch keinen Rocks draußen, aber der hat noch sein Absol und der bringt das eh rein. Und dann habe ich Rocks auf meiner Seite und das will ich nicht. Ich hätte eigentlich gerne die Rocks auf seiner Seite. Wie kriege ich das Volcanion weg? Ich könnte auch an der Stelle einfach Psychic drücken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, hätte ich mal lieber so gemacht. Aber ich kann ihn immer noch Psychicen. Wenn er den Z-Grass-Move hat, dann RIP me. Dann RIP. Ja, was soll er sonst machen, ne? Ich könnte Celebi gehen. Gehen wir mal auf Celebi. Ich werde erstmal für scouten. Für den Bloom Doom. Den hätte ich jetzt ungern in meinem Gesicht kleben. Mit meinem Starmie. Mein Starmie ist dafür zu gut. Mein Starmie ist halt richtig gut in dem Matchup. Das ist halt einfach Gott. Bring mal Celebi rein, würde ich sagen, ne?
Machen wir mal den Timer an. Warum ist der Timer nicht an? Was bin ich denn für ein Untermensch, dass ich den Timer nicht anmache? Ja, bitte drück einfach mal auf Blum Blum, ansonsten habe ich mir Zilibi gerade sinnlos reingebracht. Das hätte ich auch nicht so gerne. Aber wenn er nicht auf Blum Blum geht, dann geht er eh in Absol und ich denke, ich tank ihn Knockoff und kann ihn einfach Giga Drain. Okay, er drückt Solar Beam. Es gibt Grassium Z. Aber okay. Wenn du meinst. U-Turn Stami. Oder Magneton? Der drückt jetzt halt safe den Feuermove. Nee, ich gehe auf Stami. Oder auf Gator. Nein, ich gehe auf Stami. Go, 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 Stami. Fireblast. Das macht 4 Schaden. Psychic Go. 66%. Vulcanion geht down. Steam Eruption. Für Stami, aber das Vulcanion ist jetzt extrem low. Ich kann jetzt mit Magneton reinkommen. Es hat halt immer noch Cook, aber ich habe auch. Das Bandit, ne? Der ist Bandit. Ich habe Clef und Celebi, die halt jeweils einen Move abfangen. Ich würde dann, glaube ich, Clef reinwerfen. Mal Vote Switch. Ja, geht Cook. Werfen wir Clef ab. Da werfen wir Clef ab. Der drückt eh auf Knockoff gegen mein Hippo. Oder drückt. Ah, das ist doch Rocks Cook. Dreck. Aber hat er auch Ton, dann hätte ich mit Hippo eh nichts machen können. So, der geht jetzt Crawbat. Da hole ich mir, glaube ich, meine eigenen Rocks. Ich lasse ihn nicht Rocks rausbekommen, ohne dass ich Rocks rausbekomme. Wobei der halt sein Absol hat. Deswegen überlege ich, ob ich einfach EQ drücken möchte. Auf Absol. Was will er mir machen? Ja, der könnte mich knockoffen. Will ich einfach EQ drücken, statt Rocks rauszubekommen? Ich will Rocks drücken. Okay, er hat einen Fulpara abbekommen. Könnte Taunt gewesen sein, was er da drücken wollte. Auf jeden Fall haben wir die Rocks draußen. Jetzt können wir den raus Whirlwinden. Ne, drückt Giga Drain. Okay, 31%. Kein Problem. Weg mit dem Ding. Hallo, Crook. Na, wie geht's dir so? So, der tauntet mich. Der will mich taunten oder knockoffen. Ich kann Clefable gehen. Rocks sind draußen. Ziel erreicht. Der tauntet mich. Ja. War zu erwarten. So, Moonblast auf Crobat? Ja, komm. Der könnte Heatwave haben, oder? Ich meine, der ist speziell. Aber ich glaube, der letzte Move ist Nasty Plot. Special Attack Drop. Sehr schön. Sehr schön. So, gehen wir Magneton und drücken dann Flash Cannon. Ja, Nasty Plot. Los geht's mit Flash Cannon. Ich will, dass das Crook los weggeht, damit ich ein bisschen freier auf Volt Switch drücken kann. Aber Crobat ist weg. Crobat ist weg, das ist schön. So, hallo Vulcanion, ich bin schneller als du. Da kannst du machen, was du willst. Du stirbst jetzt. So, dann haben wir jetzt schon einen Großteil der Threats für Gator aus dem Weg geräumt, ne? Ein Großteil ist weg. Wo ich tatsächlich Fan von bin. Ich habe Angst vor dem Hexos, wenn ich ehrlich bin. Wenn das jetzt reinkommt, drücke ich einfach Flash Cannon. Geht Crook. Geht in Crook. Bringe ich, glaube ich, Clefable rein. Earthquake, 39% ist nicht genug. Na doch, wahrscheinlich, je nach Roll. Ist halt ein Roll jetzt. So, und er wird mich jetzt taunten. Tut er nicht. Oh, hätte ich mich ja recovern können. Nee, hätte ich nicht. Ich habe noch für Para bekommen. Rip. Rip, rip, rip. Haut mir einen Knockoff rein und damit war's das mit Dämon. So, Hippo. Ich will, dass das Crook low genug ist, dass ich mit Aqua Jet killen kann. Und so kann ich es bestimmt noch nicht mit Aqua Jet killen. Also kann ich jetzt hier EQ drücken. Er taunt mich, war zu erwarten. So, EQ, du bist jetzt in Aqua Jet Range. Ob du es willst oder nicht. Noch ein EQ. So, Hippo ist jetzt auch low wie scheiße. Ich muss jetzt aufpassen vor dem Hexorus. Bringt Absol rein. Bringt Absol rein. EQ. Was drückt der Sucker? Ah, stimmt, ist das Stärkste, was er machen kann. Huch, weg ist es. So, Taunt ist vorbei. Taunt ist vorbei. Bringt Hexorus rein. Du wirst gewhirlwindet, ob du es willst oder nicht. Du wirst gewhirlwindet. Sehe ich nicht ein. Geh woanders hin. Wenn er mich jetzt tauntet, dann RIP. Ne, er drückt Dragon Lance. Weg. Geh woanders hin. Ich will dich hier nicht sehen. So ist besser. Slack off. Los geht's. Oh, Curse. Dreck. Was mache ich? Ich kann ihn raus whirlwinden. Das mache ich. Whirlwind. Iron Head macht 20%. Der ist einfach noch schneller als ich gewesen. Ah, ne, Whirlwind, ja. Huch. So. EQ. Der drückt jetzt nämlich
Ich habe mit Outrage gerechnet. So, 47%. Ich hätte mein Hippo gerne noch. Ich kann jetzt auch einfach in Celebi gehen. Das macht sonst eh nichts. So. Yes, Lumberry. Ich drücke U-Turn. Haut mir den Z-Dragon-Move rein. Hallo. Oh nee, nicht den Z-Dragon-Move. Das ist der Poison-Move. Okay. Okay. So, Magneton. Magneton und Flash Cannon. Tschüss, Hexorus. So, wie gehe ich jetzt an dem Registil, mit dem Registil um? Ich glaube, ich muss Hard und Gator gehen und SD drücken. Hard, Gator und SD. Sonst cursed er sich hoch und killt mich. Und das wollen wir natürlich nicht. Der ist, glaube ich, Rest Talk. Also hat er nur Iron Head als Move. So, SD. Ja, nur Iron Head als Move, dann SD ich jetzt nochmal und dann mache ich mit Waterfall kaputt. Mach, was du willst. Ich bin höher geboostet als du. Waterfall, los geht's. Life Orb, Element, Waterfall. Bin ich Element? Nee, ich bin Jolly. Ich bin Jolly. Never mind, ich bin Jolly. Ich bin Jolly. Noch ein Waterfall. Ah, Waterfall geht es eh nicht. Ich kann einfach SD drücken. Dann bin ich plus 6. Drück Rest. Er war zu erwarten. Und das muss ich hier mit Waterfall kaputt machen. Waterfall Nummer 1, 58%. Und er kann sich nicht schnell genug heilen, um hier durchzukommen. Also ist es an der Stelle gewonnen. Und wir haben das Registil besiegt. Sehr schön. ich würde sagen, also direkt nach noch einem. Wir sind erst bei 21 Minuten. Einen würden wir noch schaffen. Und vielleicht bin ich da auch wieder im Tier drin. Oh, 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 das ist böse. Das ist sehr böse. Das hat Mew. Mew ist ein Problem. Das hat ein Raikou. Raikou ist... Ah, okay, ich habe Pippo, aber ich will keine HP Eis unbedingt fressen müssen. Vor allem nicht zwei Stück. Das Ding ist ein Pferd. Ein Riesenpferd. Ich muss das halt geparat bekommen, ansonsten mache ich da gar nichts. Oh, ich glaube, ich weiß nicht. Nee, Magneton ist, glaube ich, nicht schneller. Selbst mit Scarf ist das... ja, Magneton ist nicht schneller. Bin ich mir recht sicher bei. Oder? 130 kriegen wir dazu. Ja, wir sind nicht schneller. 31 kriegen wir dazu. Wir landen bei 393. Wenn ich mich nicht irre. Sind also nicht schneller als das Vieh. Wir könnten mit Gator das Ding mit Aqua Jet rausnehmen, wir können es mit Rocks anhauen, wir können es paran. Das ist alles, was wir machen können. Und ich will nicht, dass er damit leadet. Das wäre mir sehr unangenehm. Ich glaube, Celebi Lead kann ich nicht viel falsch machen. Lead Raikou. Okay. So, der wird hier nicht drin bleiben. Der wird hier nicht drin bleiben, außer der Signal Beam. Hat er aber nicht. Wobei, Celebi ist halt ein existierender Threat. Aber ich glaube nicht, dass er deswegen gleich Signal Beam spielen würde. Ich glaube, ich drücke T-Wave, auf das Mon das reinkommt. Weil das Scissor ist. Ich drücke U-Turn. Wenn Mon reinkommt, ist das Scissor. U-Turn, wir hier weg. Los geht's. Wir wollen woanders hin. Der Vote switcht. Der bleibt nicht drin. Der drückt nicht Signal Beam. Mann, den Timer an. Los geht's mit dem Timer. Ich habe in dem Team hier gar keinen Z-Move. Das ist irgendwo ein bisschen traurig. Ich könnte vielleicht den Water-Z-Move auf Starmie packen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, hab Shadow Ball raus. Crit 53%. Guter Crit, gut gemacht, Raikou. Kann ich den Damage kalken? Ist das Scarf Raikou? Cool, kalken wir den Damage mal eben. Wir sind Celebi. Bulky Support, genau. Gegen ein Raikou. Showdown Usage. Mit Shadow Ball. Als Critical Hit. 51, ja, das ist einfach Timid ohne Boosting-Item. Gehen wir jetzt in Clefable oder ich glaube, wir gehen einfach in Hippo und holen uns Rocks. Ich hätte gern Rocks, der hat Defog auf Mew wahrscheinlich. Und dann muss er einen Turn verschwenden, was gut ist für mich. Wie komme ich an Mew vorbei? Holy shit. Ich glaube, ich muss das Ding geparat bekommen. Also go Clefable oder wir gehen, glaube ich, Celebi dagegen. Ah, und Whisperous und Mist. Ungünstig. Für ihn. So, gib mir die Para. Knockoff, mach gerne. Mach, kein Problem. Hauptsache, du bist geparat. So, jetzt ist unser Gator schneller. Synchronize, mach gerne, mach gerne. Wir haben Natural Cure. Wir können das ab. Und wir gehen jetzt auf Clefable, um uns zu boosten. Full Para. Carmine, gut, los geht's. Los geht's. Bringt Hippo rein. Der wird mich jetzt Whirlwinden oder Rocks drücken. Kann er beides machen, mir egal. Ich hau ihm auf jeden Fall einen Moonblast ins Gesicht.
38%. Special Attack Drop, guter Drop. So, er legt Rocks. Und jetzt wird er sich hochheilen. Also drücke ich nochmal auf Calm Mind, um den maximalen Damage Output rauszuholen. Oder drückt EQ. Das ist auch eine Möglichkeit. Hat er keinen Whirlwind? Hat er das nicht? Moonblast? Würde mich ein bisschen verwundern, wenn er keinen Whirlwind hat. Jetzt hätte das, glaube ich, jetzt entweder... War mir jetzt safe, er drückt jetzt Slack Off auf einen Moonblast und Whirlwind mich dann raus. Aber anscheinend nicht. Nee, der hat keinen Whirlwind. Holy shit. Ja, dann heile ich mich doch. Und mach ihn danach fertig. Softboil. Slack Off. Mach. Ich gewinne das 1v1, wenn du hier drin bleiben willst. Habe ich kein Problem mit. Moonblast. Geht raus auf Scizor. Okay, du bist auf jeden Fall in HP Fire Range. Definitiv. Und ich glaube nicht, dass du hier auf U-Turn drücken willst. Go Magneton. Oder er will doch auf U-Turn drücken. Okay. Okay. Respekt. Hätte ich da Moonblast gedrückt, hätte er ein Problem gehabt. Aber er hat es sicher umgangen. Aber alles gut. Seine einzige Möglichkeit, Rocks loszuwerden, ist Defog auf Mew. Oder halt auf Aerodactyl, aber das hat er nicht. Der Defog auf Mew. Ich könnte mal kalken, ob das Bandit Damage ist von dem Scizor. Ich glaube es nämlich nicht. Magneton, UU Choice Scarf gegen ein Scizor. UU Choice Band, U-Turn. Nee, das ist nicht Bandit. Das ist ein. Ist das ein Support? Bulky SD, wo kommt das hin? Bulky SD kann er sein, ja. Das kann tatsächlich Bulky SD sein. Celebi stirbt, wenn es in Rocks reinkommt. Deswegen wollen wir da, glaube ich, nicht reingehen. Ich könnte Clefable gehen. Da kann er nichts machen. Mit Hippo. Außer natürlich EQ drücken. So, jetzt überlege ich, ob ich einfach Hard Magneton geben möchte. Hard Magneton. Das wäre halt, glaube ich, cool. Aber der wird drin bleiben, schätze ich. Und erstmal auf den Carmine warten. Geht Primarina, das habe ich auch gerne gemoonblastet. Special Attack Drop. Warum kriege ich so viele Special Attack Drops? Ist das nicht irgendwie 10%? 30%, okay, dann geht das klar, dass ich so viele bekomme. Dann habe ich da kein Problem mit. Dann beschwere ich mich da nicht. Carmine, ich glaube Softboiled hier, oder? Nee, Carmine. Carmine, der ist minus 1. Alternativ könnte ich Magneton gehen. Auf seinen Scizor. Also ich brauche mein Clefable safe. Ich glaube, ich will Magneton gehen. Der bleibt hier nicht drin. Er bleibt drin. Hat Moonblast gedrückt. 52%. Aua. Aua. Das tat weh. So, Hippo kommt rein. Jetzt. Gehen wir ins Dami? Gehen ins Dami. Hallo, Hippo. So, ich glaube, ich kann hier recht safe Hydro Pump drücken. Das heißt, zu 80% kann ich das drücken. Wenn ich misse, dann RIP Stami. RIP. Aber er hat hier keinen Switch-In. So, Mew. Außer Mew ist ein Switch-In. Ist es nicht. Okay, ich muss nur eine zweite Hydro Pump hitten. Was nicht unbedingt reliable ist. Aber ich habe sie gehittet. Mew ist weg. Mew ist weg. Sehr schön. Größer Fett beseitigt. Hallo Raikou, du bist schneller als ich. Ah, wir haben Speed-Tie. Dann will ich jetzt Celebi abwerfen. Ich glaube, es ist Zeit, Celebi abzuwerfen. Bob, weg ist es. HP. Was für eine HP? Aber nicht die HP, um Clefable zu killen. Die ist es garantiert nicht. So, Magneton stirbt jetzt, glaube ich, am Bullet Punch von Scizor. Das heißt, ich muss Scizor anders down bekommen. Wahrscheinlich mit Hippo. Will ich hier Moonblasten? Ich glaube schon. Drückt Carmine. Oh, rip. Special Attack Drop, schon wieder, alles klar. Ach, der hat ja gar keine Leftovers. Der Z-Move? Könnte Z-Move sein. Ich will nicht, dass der Z-Move ist. Das wäre mir äußerst unangenehm. Noch einmal Moonblast. Drückt Carmine. Noch ein Special Attack Drop. Was ist das denn? Clefable, hör auf. Hör auf, Clefable. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das ist unfair. Holy shit. 37%. Para. Okay, da hat er ein bisschen Rache bekommen. Das ist kein Special Attack Drop? Wo sind wir denn hier? Pff. Ich glaube, wir gehen in Magneton.
während das ab. Ich drück Softboiled. Oh fuck, ja, tschüss Clefable. Neverending Nightmare. Oh, getankt. Ja, gut gemacht, Clefable. Bin ich Fan von. Carmine. So, jetzt werden wir einfach das Magneton abwerfen. Und dann mit Jet, Aqua Jet, das Raikou besiegen. Gator hat ein gutes Matchup gerade. Also ein richtig gutes. Jet, weg ist das Raikou. Wie viel machen wir mit Gator? Feraligatr. Uras Yuyu Sword Stance, aber mit 252 Attack. Gegen ein Aero. Yuyu Offensive. Ich habe Aqua Jet über Crunch. Aqua Jet. 57 bis 67. Oh, wie sieht es gegen Primarina aus? Kriegen wir das? Primarina. Waterfall 40,1 bis 47. Das killt. Weg. Weg mit dem Ding. Geh woanders hin, bitte. Nein. Scizor. Das sollten wir auch killen, ne? Nur um sicher zu gehen. Bulky SD. Waterfall 44, oh, das killen wir nicht mal. Das killen wir nicht mal. Ich will nicht von dem Ding geuturnt werden. Sagen wir gehen Hippo. Whirlwind den nochmal raus, weil danach killen wir den. Oh, der hat Roost gedrückt. Der hat einfach Roost gedrückt. Sieht er gar nicht ein. Aber geh bitte woanders hin, danke. Ja, SED, mach halt. Geh woanders hin. Ich will dich hier nicht sehen. Hallo, Aerodactyl. Na, hier, wenn ich dich auch nochmal rausgewirlwindet habe, bist du in Range von Aqua Jet. Oder geht er von selber raus? Hallo, Hippo. Du geh mal bitte woanders hin. Hallo, Aerodactyl. Na, wie geht's dir so? Ich hätte eigentlich gern das Scizor reinbekommen. Ich muss es sonst mit Starmie einmal hitten. Eine Hydro Pump. Das wäre mir äußerst unangenehm. Whirlwind. Und Aqua Tail. Ah, kriegt einen Crit 74%. Das tut weh. Hallo, Hippo. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn ich mal eben den Speedtail gewinnen dürfte. Danke. Oh, Toxic. Ekelhaft. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Wollen wir Clefable gehen? Oh, er geht Scizor. Er geht Scizor. Hilfe. Mayday, Mayday, Mayday. Hippo. Drückt SD, wird dann U-Turn. Ja. Es wird auf U-Turn drücken. Und alles, was ich machen kann, ist Slack Off. Oder Bullet Punch. Oh, ich habe safe mit U-Turn gerechnet. Ich habe so safe mit U-Turn gerechnet. Aber dann kann ich, glaube ich, auch EQ'en. Oh, fuck. Oh, fuck, Mann. Oh, fuck. Lebe ich noch ein? Whirlwind. Geh woanders hin. Geh woanders hin. Das will ich nicht in meinem Gesicht sehen, stehen haben. Okay, hab's noch gelebt. 46% ist halt gar nichts. So, Aerodactyl, hallo. Hippo wird jetzt gleich draufgehen. An dem Aerodactyl. Wie viel Prozent ist der? Ach, nicht genug. Nicht genug. Absolut nicht genug. Ja, Whirlwind, mach was du willst. Pursuit, okay. Tschüss, Hippo. So, jetzt muss ich Gator gehen und Jetten, glaube ich. Ich muss Gator gehen und Jet drücken. Ich könnte noch versuchen, SD zu drücken, weil ich glaube, sein Play ist, auf Hippo zu gehen. Ich glaube, sein Play ist einfach Aerodactyl abzuwerfen, komm. Ich habe halt überlegt, der geht wahrscheinlich in Hippo auf den Jet. Dann kill ich Hippo, dann kann er noch... Scizor. Ich glaube, so verliert er einfach. Waterfall. Oh, und er drückt Roost. Hör auf. Das will ich nicht. SI. Und er drückt nochmal Roost. Und an der Stelle ist, glaube ich, gewonnen. Bob. 10% hat er noch. Das würde ich auch einfach mit einer Psychic machen. Dann Jet. Weg. Aber wobei, dann wäre es, glaube ich, auf Paras auf Clefable angekommen. GG. Sehr schön. Ja, haben wir irgendwie mit Gator gewonnen. Bin ich Fan von. Gator kommt auf Thumbnail. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.